Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag über die Verlierer der Turboplünderung durch den digitalen finanziellen Komplex. Die Turboplünderung des europäischen Finanzsystems ist in vollem Gang. Das Finanzsystem, in dem wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Mitteleuropa leben, ist nun seit spätestens März 2020 unwiderruflich in sein Endstadium eingetreten. Es stand bereits zwischen 2007 und 2008 vor dem Aus, konnte aber fast 12 Jahre lang von den Zentralbanken künstlich am Leben erhalten werden. Wie genau funktionierte das? Durch Geldschöpfung und kontinuierliche Zinssenkungen. Im März 2020 war es dann soweit. Bei den Zinssenkungen die Nullgrenze erreicht. Da das Bankensystem nicht dauerhaft mit Negativzinsen leben kann, ist damit ein historischer Wendepunkt erreicht. Das globale Finanzsystem kann nur noch durch ungebremstes Gelddrücken am Leben erhalten werden. Ungebremstes Gelddrücken ist allerdings ein todsicheres Rezept für die Zerstörung der Währung und für den Weg in die Hyperinflation. Genau das scheinen auch die zu wissen, die an den Hebeln der Macht sitzen. Sie nutzen das drohende Ende des Systems für eine letzte allumfassende Plünderungsaktion, während sie im Hintergrund ein neues System vorbereiten, das auf den Trümmern des bestehenden Systems errichtet werden soll. Wir befinden uns also in der Phase eines vorsätzlich herbeigeführten Zusammenbruchs zugunsten einer winzigen Minderheit, die zurzeit so gut wie alles beherrscht. Die Wirtschaft, die Politik, die Medien und die Wissenschaft, inklusive der Medizin. Diese Elite hat es zudem geschafft, die größte Plünderungsorgie in der Geschichte der Menschheit als Kampf gegen eine Krankheit zu verkaufen. Als eine humanitäre Aktion zu unser aller Wohl. Tatsächlich haben wir statt des Schutzes unserer Gesundheit in den zurückliegenden 18 Monaten etwas vollkommen anderes erlebt. Nämlich die größte und schnellste Vermögensumverteilung in der gesamten Geschichte der Menschheit. Noch nie sind solch unvorstellbare Summen in so kurzer Zeit von einer Hand in die andere gewandert. Die größten Verlierer dieser Entwicklung sind diejenigen, deren Lebensstandard gesenkt wurde. Aber generell haben alle Steuerzahler verloren, weil sie zum Stopfen der rasch wachsenden Löcher in den Staatshaushalten herangezogen wurden. Besonders der Mittelstand kämpft nun ums nackte Überleben. Größter Profiteur der Entwicklung ist der digitale finanzielle Komplex, an dessen Spitze die großen Tech-Konzerne Amazon, Apple, Microsoft, Facebook und Vermögensverwalter wie BlackRock und Vanguard stehen. Der Börsenwert der 5 großen Digitalkonzerne beträgt seit vergangener Woche mehr als 10 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, der deutsche Staatshaushalt 2021 beträgt rund 500 Milliarden Euro. Das sind knapp 600 Milliarden Dollar. Noch extremer wird dieses sogenannte Missverhältnis, wenn man sich mal folgende Zahlen vor Augen führt. 35 Millionen Menschen haben in Deutschland im Jahr 2020 in Dollar umgerechnet etwa 4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Im Vergleich haben die Vermögensverwalter BlackRock und Vanguard mit zusammen nur 34.000 Angestellten mehr als 16 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Wir vergleichen hier also 35 Millionen Arbeitnehmer mit 35.000 Arbeitnehmern. Die 35.000 von BlackRock und Vanguard sind gerade mal ein halbes Promille der in Deutschland Beschäftigten. Dieses halbe Promille verwaltet aber das Vierfache dessen, was 35 Millionen Deutsche in einem Jahr erwirtschafteten. Die aktuelle große Umverteilung verdeutlicht aber noch einen historisch einmaligen Aspekt, der selten in den Medien erwähnt wird. Ein großer Teil des umverteilten Geldes ist erst in den Jahren seit der Finanzkrise von 2008 geschaffen worden. Die Bilanz der EZB ist seit Mitte 2014 von 2 Milliarden Euro auf aktuell 8,2 Milliarden Euro angewachsen. Die Bilanz der US-Notenbank wuchs im selben Zeitraum von 4,2 auf 8,4 Milliarden US-Dollar. Auf diese Weise wurde ein Mechanismus in Gang gesetzt, der folgendermaßen funktioniert. Die Politik weist den Zentralbanken an, Geld zu erschaffen und es an Großinvestoren zu vergeben, die es so in die Finanzmärkte pumpen. Dreimal dürfen sie raten, wer davon profitiert. Die Großinvestoren selbst und natürlich die Regierungen.
Dieser Mechanismus stellt aber leider langfristig ein Problem dar. Durch die zunehmende Geldmenge wird die Inflation immer stärker angefacht. Als Antwort darauf bereitet sich der digitale finanzielle Komplex vor. Seine größten Akteure investieren seit einiger Zeit verstärkt in Sachwerte wie Land und Immobilien. Außerdem lässt man von Zentralbanken bereits ein neues Finanzsystem vorbereiten. Digitale Zentralbankwährungen werden kommen. Mit denen wird dann versucht, die konventionellen Gesetze unserer Geldwirtschaft durch programmierbares Geld zu übernehmen. Ob das funktionieren wird, weiß aktuell noch niemand. Auch der digitale finanziellen Komplex verschwendet momentan wenig Zeit darauf, über eine nachhaltige Zukunft nachzudenken. Er widmet sich lieber der historischen Möglichkeit, ein System, dessen Ende bereits abzusehen ist, nach allen Regeln der Kunst zu plündern. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold: Wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.